Ich befinde mich gerade in Las Vegas auf der CES und hier habe ich das Vergnügen, Audis HoloRide auszuprobieren. Das Ganze haben sie genau vor 4 Jahren hier schon mal präsentiert. Jetzt ist die Serienreife da und ich darf mal Probe fahren. Dafür schwinge ich mich einmal hinten ins Fahrzeug und deswegen möchte ich jetzt gar keine Zeit verlieren, euch viel erklären, sondern direkt reinsteigen und alles erleben. Um den HoloRide hier zu starten, hat man eine ganz einfache, handelsübliche VR-Brille. Ich kann hier drin sogar Dioptrien einstellen, also praktisch auch für alle Leute, die eine Brille brauchen. Ich habe hier unten kleine Lautsprecher drin, damit ich das selber auch höre. Jetzt setze ich das Ganze einmal auf und schaue mich hier mal um. Wow! Ich habe hier noch den Controller in der Hand. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal hier kalibrieren. Okay, das sieht gut aus. Ich bin hier gerade in der Wolkenwelt und starte ein Spiel. Ich bin hier ein Kind, was gerade wie mit seinen Eltern in den Weihnachts-Winterurlaub fährt. Das ist ja verrückt. Also das Ganze ist natürlich super praktisch für alle Frontpassagiere, funktioniert auch nur für die Frontpassagiere und ist natürlich für so Unterhaltung von Kindern oder so super praktisch. Ich kann jetzt gerade so ein schönes klassisches Jump-and-Run-Spiel spielen. Das Praktische ist, hier wird auch direkt alles immer angezeigt, welche Tasten ich drücken muss. Wow! Das ist cool. Das Ganze hier soll gegen Reiseübelkeit, Motion Sickness helfen, weil die Bewegung mit dem, was man sieht, besser zusammenpasst. Das ist nämlich häufig nicht der Fall, wenn man hinten sitzt. Und wenn ich an meine Kindheit denke, dann war das bei mir auch immer so, dass mir hinten relativ schnell schlecht wurde. Jetzt setzen wir uns in Bewegung und damit fliege ich auch hier durch diese Welt. Das ist ja absolut verrückt. Man vergisst komplett, dass man in einem Auto sitzt. Wirklich. Also es ist einfach... Es ist einfach wie in einer Achterbahn. Also jemand, der mal mit so einer VR-Brille in so einer Achterbahn saß, der wird genau dieses Gefühl halt kennen. Eine andere Funktion, jetzt nicht unbedingt um Spiele zu spielen, ist auch noch die Möglichkeit, dass man hier ein Screen Mirroring von seinem Handy drauf hat. Das heißt, ich sehe hier gerade den Home-Display von einem Handy vor mir und kann hier jetzt in dem Fall irgendwelche YouTube-Videos gucken oder Netflix-Filme. Ich habe dann einen 2D-projizierten Screen vor mir und kann hier dann einfach... mir jetzt in dem Fall hier ein Beispielvideo zu einer VR-Brille angucken. Ich bin gespannt, wie gut das in Zukunft angenommen wird. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das mal eine ganz lustige Sache ist, ob ich damit immer rumfahren wollen würde hinten, wenn ich mal Beifahrer bin. Das kann ich gerade nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie sehr das dann irgendwann auf die Augen geht, wenn du die ganze Zeit hier auf diesen Screen guckst. Man hat ja generell schon immer ziemlich viel Screentime. Aber es ist schon total verrückt, was die Technik einem für Möglichkeiten bietet. Wow, was war das für eine Erfahrung? Und das Verrückteste ist, das Ganze hier ist ein Seriensystem, das es seit letztem Jahr, also Mitte 2022, für Modelle von Audi ab dem A4 aufwärts gibt. Also alle Elektromodelle auch. Und natürlich ist es ein bisschen von der Ausstattungsvariante abhängig. Aber wer mag, kann sich das heute schon holen und muss die handelsübliche VR-Brille einfach nur mit seiner MyAudi-App verbinden. Ich bin immer noch überrascht, was die Technik heute mittlerweile alles bietet. Ihr auch? Dann schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare.